So, liebes Team, wir haben da so ein, mehrere solche Koffer jetzt mitgebracht aus Deutschland. Tatsächlich sind da 18650er Zahlen drinnen, so wie es ausschaut. Und ich habe jetzt einmal den Deckel abgemacht, also das sind diese fünf Schrauben da zu öffnen. Und dann muss man oben dieses Plastikteil runterholen. Und da unten diese zwei Standfüße, die sind angeklebt. Wenn man das aufmacht, geht das ganz gut zu öffnen. Die Box ist eigentlich ein interessantes, tolles Paket. Jetzt werden wir schauen, wie ich die Zellen trennen kann. Vielleicht kann man sogar diese Boxen dann wieder verwenden, indem man einfach die Zellen neu positioniert. Das werde ich da am Laufenden halten, weil da hat man sogar mehrere Anschlussmöglichkeiten drauf. Ja, es ist da mit XT60 Stecker und XT30 Stecker verbunden. Das kann man also gut tauschen. Ja, ich werde auch mal Messungen machen jetzt und mal schauen, was der Stand der Dinge ist und warum das Ding nicht mehr geht. Die Stecker sind gut zu trennen gewesen und da ist jetzt also ein kleiner Stecker, der ist da unten bei der Lampen drauf, also Lampen, die kann man da oben einschalten. Der ist quasi nur mit 12 Volt versorgt. Der ist mir leider jetzt abgebrochen beim Rausziehen, weil es da so verklebt ist. Gell? Ja, da wäre besser, wenn man die Kabel einzeln trennt und nachher wieder verbindet, weil die Steckverbindung sonst nicht mehr machbar ist und das wieder anlöten. Müsste gehen, aber muss man schauen, ob wir die Lampen wieder zum Laufen kriegen. Aber zuerst muss man mal schauen, wie kriegt man den Akku da raus, den Block, ohne das ganze Teil zu beschädigen. Gell? Weil da hinten ist 220 Volt drauf, da muss man aufpassen. Aber wenn abgesteckt ist, kann da normalerweise nichts mehr drauf sein. Ja, cooles Teil auf jeden Fall. So, der Batterieblock lässt sich lösen. Da muss man da überall diese Halterungsschrauben rundherum aufmachen. Da den Lüfter lösen. Zwei Kabelbinder habe ich gelöst. Jetzt müsste das Teil da rausnehmbar sein. Da ist die ganze Technik halt drauf verbaut. Muss mal schauen, wie man das rauskriegt, sodass man es nicht kaputt macht. Vielleicht kann man da die Zellen einfach tauschen dann. Ja. Aber mal schauen. Ist alles in einem verbaut. Batteriemanagementsystem, Inverter, sodass da 220 Volt rauskommen, 12 Volt Beleuchtung. Also ziemlich gut entwickelt. Mal schauen, wie die Zellen da jetzt miteinander verbunden sind, wie viel Volt das Ganze hat, steht nichts drauf. So, jetzt ist klar, das Ganze ist ein 6S-System, 6 in Serie. Wie viel da parallel drin sind, weiß ich noch nicht, aber 6S-Kabel abstecken und da dürfte der Temperaturfühler sein, der ist da. Der rechten Seite dran, dann werden wir da schauen, ob ich den noch abstecken kann. Und dann braucht man nur die 220 Volt Klemmen lösen, wobei die Phasen ganz links ist der braune, in der Mitte ist die Erdung und ganz rechts ist der Nullleiter. Dann ist das quasi getrennt voneinander. Ja. Dann haben wir den Batterieblock einmal da weg. Die Sicherungen sind in Ordnung, die sind nicht gegangen. Aber jetzt muss ich mal schauen, wie viele die Blöcke haben. Ich schätze mal, dass da irgendwo ein Block wahrscheinlich komplett abgesunken ist. Ja. Ja, der Batterieblock ist in dieser Kiste mit dem Inverter und so weiter einfach hineingestellt worden. Interessantes Konzept. So, das Teil haben wir getrennt. Jetzt haben wir da den Batterieblock. Jetzt muss man analysieren, was mit diesem los ist. Oder ob das BMS einen Fehler hat oder wie oder was. Mal schauen. So, jetzt habe ich jeden einzelnen Block von diesem 7S. Also 7S-System ist das durchgemessen und man sieht schon da
zwischen 1,42, 0,55, 2,72, 0,33 Volt, 0,34, 2,45, also alle weit unter 3,3 Volt Tiefen entladen. Gesamtspannung 8,42 Volt statt 29,4. So, und jetzt muss man probieren, das hoch zu kriegen mit unseren Refresher. Vielleicht kriegt man den Block so wieder zum Laufen, ohne jetzt die Zellen zu testen. Mal schauen. Spannendes Projekt. So, wir werden jetzt diesen 7S Block versuchen zu reaktivieren, der einzelne Blöcke weit unter 3 Volt hat, also 1,42, 0,55, 2,42, 0,34, 2,45, 0,25. Also komplett, diese einzelnen Blöcke von den 7S sind komplett darunter, dass nicht einmal das Display da was anzeigt, also da ist nichts mehr drauf. 8 Volt hat das Ganze, müsste normal 29,4 Volt haben, wenn er voll ist. Tiefen entladen, BMS natürlich abgeschalten, ist eh klar. So, und jetzt werden wir unser Refreshing-Gerät, den ReMF, starten, dranhängen. Dazu habe ich das Netzgerät auf 29,4 Volt eingestellt, 1,65 Ampere. Beginnen wir und dann schauen wir, was passiert. Das schalten wir auch ein, die Pulse. Schalten wir ein und dann starten wir. Zack. So. 4 Watt kommen da jetzt. Da geht noch nicht viel rein jetzt momentan, aber die Pulse arbeiten. Die Pulse arbeiten. Und jetzt schauen wir mal, ob da dann langsam etwas passiert.